Hey ho! Es geht weiter mit Let's Play Super Mario World und wir stürzen uns sofort in die dritte Welt, glaube ich. Wenn wir mal diesen gelben Schalter nicht mitzählen, weil das war ja nicht wirklich eine Welt. Also eigentlich schon, aber sie war nicht sonderlich groß. Egal, es war keine Welt. Es war ein Bonus-Schalter-Dingens und irgendwie, ja. Ich hätte von Yoshi abspringen können. Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht mehr, ob bei diesem Level unten irgendwo irgendwas versteckt war, aber hier war eben nichts, außer einem Abgrund. Da war eben was, habe ich gesehen. Cool. Wow, wie cool. Ist hier zumindest ein unsichtbarer Block? Nein. Toll. Toll. Unnötig. Ah, es ist, wenn man von hier oben runterfällt. Ah, verstehe. So was hätte ich eben hier drüben gebraucht. Ist da unten was? Ja, wuhu, ein Pilz. Kann man unten lang? Nein, toll. Toll, hier sind minimale Lücken und ich bin genau in diese minimale Lücke reingeflatscht eben. Naja, egal, nochmal. Hier bin ich abgestürzt, gell? Ja, hier bin ich abgestürzt. Ah, ich bin so blöd, gegen diesen Block zu springen. Yoshi. So, diesmal etwas langsamer. Wuhu! Jetzt können wir Feuer spucken. Puh. Super. Hat sich jetzt voll gelohnt, ist einfach so in die Luft zu spucken. Ist da unten irgendwo was? Oh, hier ist wirklich was. Dummheit tut weh. Ja, man merkt, ich bin leicht fertig. Dementsprechend spiele ich auch. Richtig grottenschlecht, ey. Unglaublich. So. Da ist doch ein... Oh, der war gerade unnötig. Sehe ich, aber ihn eh noch oben drin haben. Nun denn, hier war nichts. Hier war Yoshi. Hallo, Yoshi. Yoshi! Was tue ich hier? Ah, es ist ja grausam. Das kann sich ja keiner angucken. Ich kann nicht mehr Mario spielen. Oh mein Gott. Seht ihr mal, wie zermatscht mein Hirn ist. Ist nicht mehr in der Lage, die Funktion springen an meine Finger weiterzugeben, damit sie den Knöpfe drücken im richtigen Moment. Ja. Oder bremsen und nicht rennen in den Abgrund. So. Ganz langsam. Koopa weg. Und jetzt auf das Brett. Und auf das Brett. Und hier auf den Boden. Und den hier ausspucken. So, und jetzt hier unten war die Röhre. Genau. Weg, Brett. Ich möchte runter. Danke. In die Röhre. Und nicht drüber rutschen. Oh nein, was soll ich nur tun? Lava. Huhu. Gibt's hier unten überhaupt irgendwas Tolles? Wow, eine Yoshi-Münze. Dafür sterbe ich 30.000 Mal für eine Yoshi-Münze. Super. Das hat sich doch gelohnt. Ein Mittelpunkt. Oh, wie schön. Hallo, Koopa. Ich brauch dich eigentlich nicht. Ah, bla 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 bla. Wuhu. Wuhu. Ups. Ich wollte ihn eigentlich auffressen. Egal. Eine Feuerblume, die uns nichts bringt. Darf ich auf Yoshi sitzen? Yay. Komm runter, Brett. Danke, Brett. Geh hoch, Brett. Na los, Brett. Danke, Brett. Ich rede mit Brettern. Alles ist gut. Hier lang und 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 hier lang. Und ich gucke jetzt nicht mehr, ob da unten irgendwas ist. Ist mir jetzt egal. So. Wir bleiben jetzt oben. Und hui. Oh. Und wuhu. Und Yoshi-Münze. Yay. Ziel? Ziel. Geht doch. Danke. Meine Güte. Den Anfang hat niemand gesehen. Überspringt ihn einfach. Einfach überspringen. Ich werde in die Part-Beschreibung reinschreiben. Erst ab, weiß ich was, 2 Minuten so und so viel gucken oder so. Jetzt kommt das 4. Level. Ein Wasserlevel. Und ich hasse Wasserlevel. Wobei das ist zumindest nicht unter Wasser, aber es ist mit Wasser drunter. Also nicht unter, sondern drunter. Das ist ein Unterschied. Und ich glaube, hier kamen später so eklige Stacheldinger.
oder? Dieser fette Stachelfisch. Oh, diese Stachelteile hier. Naja, die sind noch schlimmer. Weil das mehrere sind und... hier ist kein Wasser. Dafür Pokies. Futter, 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 Futter. Und Äpfel und die Textbox ist mir egal. Es hat niemand geschrieben, dass ich sie lesen soll. Deswegen werde ich sie auch nicht lesen. So einfach ist das. Wow, Münzen! Okay. Poki, Poki. Eigentlich kann ich auch drüber springen. Wow. Was war das jetzt? War das eine Abkürzung? Wahrscheinlich, ne? Ein Stern! Ich hätte erst den P-Switch aktivieren sollen. Toll. Ganz toll. Ich will die Yoshi-Münze noch haben und ich mache hier gerade totalen Müll, glaube ich. Oh Mann. Mein Stern hält bestimmt nicht mehr lange. Ja. Egal, hat gereicht. Bis zum Ende. Und, oh wow, ist schon das Ende vom Level? Kann es sein, dass es viel kürzer war als das vorige? Oder kommt es mir nur so vor, weil ich es nicht 5-mal anspielen musste? Nun denn, dann machen wir die Burg jetzt auch noch. Es kommt doch schon die Burg, oder? Ja, es kommt schon die Burg. Machen wir die Burg. Iggy's Castle. Ich glaube, es ist ohne Yoshi, oder? Ja. Oh, Yoshi, du kleine Angsthase. Wie ging das? Ah ja, genau. Wir konnten hier klopfen und konnten die... Ja, genau. Wir können an Netzen entlang klettern und... Ah! Koopas töten. Ist das nicht cool? Und wir können auch irgendwie abspringen. Ja, genau. Mit dem Sprungknopf. Und wir können sie schlagen, wenn sie auf der anderen Seite sind. Perfekt. Ich erinnere mich. Patsch. 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 Ich glaube, hier war irgendwo was drin. Cool, eine Blume, die ich eh nicht brauche, weil ich schon eine habe. Zwei habe. Ah, so kriegt man sie runter. Cool, cool. Und stirb, stirb. Wir töten Koopas und schmeißen sie in die Lava. Und aber irgendwo ein Feuerball. Ich hab Angst. Okay, da. Juhu. Nee, ich bin ihm ausgewichen. Kletter, 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 kletter. Will ich nach hinten? Huch. Nee, ich glaub vorne. Ich hab Angst vor der Lava. Oh Gott. Alles ist gut. Da können wir wieder nach hinten, da können wir wieder nach hinten. Aber ich sehe gerade irgendwie keinen Grund, nach hinten zu gehen. Weil... egal. War hier nicht? Oh ja, genau. Die komischen Pfannkuchenstampfer. Ich gehe mal in das Loch da. Okay. Jetzt warte ich einfach mal. Hier. Oh ja, hier. Ganz weit hinten. Und jetzt, bin ich hier drüber? Oh Gott, das war aber eben, etwas arg knapp. Und jetzt, und jetzt, und jetzt? Oh Gott. Hilfe. Danke. Wie ging der denn? Ich habe alles vergessen. Ah ja, draufspringen. Aua, nicht auf seinen Feuerball, sondern auf ihn. Kann ich ihn abschießen? Gut zu wissen. Ich kann ihn einfach runterschubsen mit Feuerbällen. So heftig wirft Mario die Feuerbälle, dass sie die Gegner regelrecht wegfetzen. Yay! Damit haben wir schon die erste Welt abgeschlossen. Unglaublich. Das ging sehr schnell. Mario hat Koopa besiegt. Bla 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 bla. Auf ins Donutland. Yay, Donutland. Wir haben ein sprechendes Ei gerettet. Danke, Mario. Bitte Ei. Kein Problem. Immer wieder gerne. Und wir haben Yoshi wieder. Wuhu, sehr schön. Gut. Da die erste Welt abgeschlossen ist, speichern. Machen wir beim nächsten Mal weiter mit der zweiten Welt. Also dann, ciao, ciao.